Derzeit kursiert ein Handyvideo im Internet, das für Aufregung sorgt und Fragen aufwirft, ob die Polizei angemessen gegen einen Ausländer vorgegangen ist. Aufgenommen wurde das Video in Diedersdorf in Märkisch-Oderland in der Ausländerbehörde und es zeigt teils heftige Schläge und Tritte der Beamten gegen einen jungen Kameruner. Aber das ist nur ein Teil der Geschichte. Phil Beng und Jana Wochnik. Eine Szene, die aufschreckt. Der Kameruner Lazar M. wird auf dem Sozialamt in Diedersdorf, Märkisch-Oderland, von Polizisten niedergerungen. Augenzeugen veröffentlichen den Vorfall von Montag mit diesem Video. Die Zwangsmaßnahme, wie die Polizei sie nennt, war Folge eines Streits in der Auszahlungskasse des Amtes. Eine Sachbearbeiterin bat den Sicherheitsdienst um Hilfe. Doch trotz des ausgesprochenen Hausverbots ging Lazar M. nicht. Dann kam die Polizei. Nach der Information, dass wir dieses Hausverbot durchsetzen würden, gab es die Androhung der Zwangsmaßnahmen. Und dann kam es bei der Durchsetzung der Zwangsmaßnahmen durch den Beschuldigten zu diesen Auseinandersetzungen mit der Polizei. Er hat gebissen, er hat geschlagen und er hat getreten. Die Folge: zwei verletzte Sicherheitsbeamte, zwei verletzte Polizisten. Der Kameruner lebt hier im benachbarten Guso in einer Gemeinschaftsunterkunft. Ihn erwarten nun Verfahren unter anderem wegen Körperverletzung und Hausfriedensbruchs. Doch das Video wirft die Frage auf, mussten die Polizisten wirklich so hart vorgehen? Im Internet wird darüber diskutiert, aber auch Politiker sind zumindest befremdet. Die Polizei hat selbstverständlich das Recht, auch unmittelbaren Zwang anzuwenden, wenn sie vorher angedroht hat, dass jemand einen Raum zu verlassen hat. Aber ich denke, es wirkt sehr befremdlich, dass, wenn jemand schon von drei Leuten fixiert wird, dann noch ein vierter versucht, auf ihn einzuschlagen. Andreas Büttner, selbst Polizist, sagt, dieses Herunterziehen des Kopfes hat natürlich erhebliche Auswirkungen auf den Körper des Betroffenen. Und ich als Polizeibeamter kann mir nicht erklären, wie man diese Zwangsmaßnahmen so anwendet, ohne dass es vorher zu erheblicher Gewalt vom Gegenüber gekommen ist. Deswegen bin ich schon einigermaßen verwundert. Laut Polizei lief alles rechtmäßig ab. Das Video zeige nur einen Ausschnitt. Doch warum kam es zum Streit? Lazar M. ist in Deutschland geduldet. Er ist ausreisepflichtig, aber es fehlen Dokumente. Er bekommt vom Amt 310 Euro pro Monat, doch er verstieß gegen Auflagen. Deshalb wollten die Bearbeiter erstmal nur einen Teil auszahlen. Aber wir haben wiederholt Vorfälle und es ist tatsächlich immer in den Momenten, wo wir geringere Geldsummen auszahlen, als erwartet werden. Da gibt es immer Streit und Unverständnis. Brandenburg Aktuell-Reporter Phil Beng besuchte die Gemeinschaftsunterkunft in Guso, wollte den Betroffenen selbst befragen. Wir wollten gerne mit ihm über die Vorfälle sprechen, aber er ist abgetaucht und das schon seit Montag. Auch die anderen Asylsuchenden, die hier untergebracht sind, wollen nicht über den Vorfall sprechen. Viele von ihnen waren auch dabei, aber die Angst, dass ein Interview Konsequenzen haben könnte, auch finanzielle, scheint zu groß. Laut Polizei blieb Lazar M. bei dem Vorfall unverletzt. Wegen des Videos hat ein entrüsteter Internetnutzer Anzeige gegen die Beamten erstattet.